Nee, ich glaube, wir lassen es doch oben. Es wird sonst zu groß auf jeden Fall da oben. Ich würde es mal so machen. Und dann gucken wir einfach mal. So, mal gucken, ein bisschen auf uns wirken lassen, ne? Das heißt, einmal hier, einmal da, dann da unten noch und da. Hier oben auch, ja. Ihr seht übrigens diese schönen Partikel. Ist eine der wenigen Sachen, die ich auf dem Server programmiert habe. Yay! Ansonsten ist ja meistens eine Website oder sowas, aber das ist, finde ich, auf jeden Fall mal was ganz, was relativ Praktisches. Rotate. Paste. Rotate. Paste. Rotate. Paste. Wahaha. Perfekt. Ist das nicht ein wunderbarer Turm? Ja, yeah. Eigentlich ist es erstmal nur ein Dach. Aber ich finde, es sieht... Also... Es sieht noch nicht ganz verkehrt aus. Es könnte sein, dass man den inneren Teil... Dass man das... Moment... Nochmal so ein bisschen hochmoved oder so, weil... Momentan, wenn man so von der Seite guckt, der sieht ein bisschen unten komisch aus, ne? Machen wir mal Move to up. Passt das eher von der Form? Aber nicht so extrem. Move one up. Ja, das ist vielleicht schon eher. Oh. Na. Sowas in der Art, auf jeden Fall. Wupp, wupp. So. 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 Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Oh Mann, oh. Warum ist denn jetzt hier alles kaputt, Mensch? Ach so, okay. Dann ist ein bisschen blöd. Hätte ich eigentlich vorher machen können, aber habe ich nicht gesehen. Na, das passt dann auch schon. Das sind wieder so Kommentare, womit kein Mensch was anfangen kann. Nur ich, so ein bisschen, weil ich dann irgendwie so ein bisschen einfach irgendwie Zeugs... Oh nee, beim Rotaten drehen sich der Kram ja nicht. Jetzt muss ich das hier alles wieder per Hand umdrehen. Das ist gerade ein bisschen... Sorry Leute, das ist jetzt gerade ein bisschen belastend. Ich habe... Das sind die ganzen Sachen, die habe ich nicht bedacht, dass die ja auch noch drin kommen. Das sind so Sachen, die machen es wieder irgendwie... Da habe ich wieder keine Lust zu bauen. Wenn man dann wieder so irgendwie was rotiert und dann muss man den ganzen Kram wieder neu machen. Na egal. Aber die Seite jetzt. Das wird hier eine komplette Dachfolge und eine komplette random Stuff-Folge. Aber ich würde mich trotzdem über einen Kommentar und ein Like freuen, wenn es euch gefallen hat. Also nicht, dass jetzt vorbei ist, aber ich meine nur schon mal so provisorisch so ein bisschen durch, so ein bisschen. Falls das überhaupt noch der Part ist, ich weiß es nicht, dann schreibt wie gesagt nochmal eure Fragen an den Hashtag FragDragonMine. Ansonsten, wenn es ein anderer Part ist, dann sorry, dann ja, egal. Man kann es ja auch doppelt bewerben. Also einfach mal, dass immer ordentlich Fragen zusammenkommen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Und dann werden wir auf jeden Fall, ich glaube, das Stream-Zeug, das verschiebe ich in ein extra Video, weil... Das, glaube ich, in einem Let's Build nicht wirklich sinnvoll ist, weil es eigentlich keiner guckt. Also jedenfalls nicht unbedingt alle Leute, die vielleicht eventuell den Stream schauen wollen würden. Deswegen würde ich am ehesten vorschlagen, dass ich da ein extra Video zu machen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, ich werde es eh machen, aber könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal hier so ein bisschen auf ein Stream-Video gespannt sein, was sich da alles ändert. Da wird nämlich auch ein paar Sachen ändern für das Jahr 2017. Aber, ja. Das werde ich dann alles da in diesem Video bearbeiten. Oder behandeln, wie auch immer. So. Wir haben also jetzt diese eine Ecke. Die finde ich einigermaßen, also... Ja, oder? Das kann man doch durchaus so als Dach irgendwie jetzt durchgehen lassen. Ich hoffe es einfach mal. Also, ich meine... Oder? Vielleicht sowas? Sieht wieder ein bisschen strange aus, ne?
Ist ein bisschen too much an manchen Stellen vielleicht. Wollen es jetzt nicht auch nicht so komplett random. Random machen. Vielleicht so? Nee. Bloß nicht! Nee. Was ist nur noch schlimmer, hey? Egal, ich lasse jetzt. Wie war es denn jetzt vorher? So war es. Ich lasse es jetzt einfach mal so, wie es war. Und, guck dann mal, dass man da vielleicht da noch irgendwie. Ja, keine Ahnung, so Zeugs draufpackt. Dann meinetwegen Fans oder so ein Kram, was weiß ich. Ja, einfach damit das hier so ein bisschen. Noch ein bisschen fancier aussieht, aber erstmal die grobe Grundform. Das ist das Wichtigste, Leute. Erstmal die grobe Grundform und danach können die Details immer noch dran kommen. Merkt euch das. Oder auch nicht. Ist nicht so wichtig, aber auf jeden Fall merkt euch das. Wir können hier jetzt mal so ganz cool noch so ein paar Treppen reinpacken. Da. Ich möchte nämlich diesen Teil eigentlich auch ganz gerne wieder. Flippen. Hey, warum sieht es jetzt da anders aus als da? Ach, weil es da nur ein Slab ist. Okay. Ihr seht, ich bin schon wieder, ich bin leicht von mir selbst verwirrt. Achso, doch. Hey, es passt ja sogar, oder? Ja. Ups, was war das jetzt? Oh. Mal kurz in die Off-Welt geswitcht. Ups. Ich hoffe, dass das passt jetzt soweit. Ich probiere es einfach nochmal zu rotaten. Und wenn nicht, dann sehen wir das eh gleich. Warte mal, das ist. Das gleich? Aber ganz ehrlich, wenn man. Leute, merkt euch jetzt, wenn ihr irgendwie was baut und man merkt nicht gleich, dass es nicht passt, dann ist es eigentlich auch nicht wirklich schlimm. So grob kann man das jedenfalls mal im Raum stehen lassen. Also ich meine, das muss jetzt auch nicht alles 100% passen, ne? Wenn da jetzt so ein bisschen was ungleichmäßig ist, das ist ja dann auch ganz. Oh, Moment. Rotate erstmal. Das ist ja dann eigentlich auch ganz cool, ne? Weil ich meine, das ist ja auch. Komplett gleich bauen kann ja eigentlich auch jeder, ne? Also von dem her ist es dann schon ganz schön, wenn da auch mal was anderes dabei ist, was nicht so. Nicht 100% gleichmäßig ist. So. Also ich bin. Oh nö, jetzt hat der Kram ja schon wieder gedreht. Och Mann. Ich drehe nie wieder was, hey. Aber ansonsten, finde ich, sieht das eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Also von weitem gesehen, so als Turm, ist halt jetzt fast so groß wie der andere, aber die Burg, die soll ja auch entsprechend wichtig sein. Von dem her ist das, glaube ich, jetzt nicht so das Problem, sage ich jetzt mal. Aber das Hauptproblem ist jetzt, dass ich hier das alles wieder umdrehen muss. Ich habe da keine Schuhe. Oh, Manu. Aber egal, das ist alles an Cut, mehr oder weniger. Oder ungeschnitten. Und, ich werde einfach mal gucken, dass ich vielleicht für die nächste Aufnahme auf jeden Fall ein bisschen mehr Plan habe, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es eigentlich momentan doch noch relativ produktiv dafür, dass sonst die anderen Videos teilweise, keine Ahnung, 5 Folgen lang gefühlt nur die Mauer waren, die dann doch relativ langweilig war. Aber ich finde ein Turm ist ja auch was, da hat man ja auch was von außerhalb von der Burg jetzt, ne? Ich meine, so ein Turm, den kann man ja eigentlich überall benutzen und ich meine, das ist ja jetzt auch das Dach davon. Also das kann man eigentlich ja auch überall nutzen. Ich würde jetzt ganz gerne mal schauen, wie wir hier unten irgendwie wieder so ein bisschen auf einen schmaleren, auf generell was Schmaleres erstmal kommen. Schmaler ist schon mal gut. So. Und dann da irgendwie zack, zack. Flup, flup, flup. Flup, flup, flup. Genau so muss das sein. Die Leute im Mittelalter, die alten Baumeister, die haben auch immer flup, flup, flup gemacht. Also immer, wenn die praktisch da die Schreinermeister irgendwas geschreinert haben, dann haben die halt erstmal flup gemacht. Einfach um praktisch so ein bisschen zu symbolisieren, auch vor allen Dingen eben für die Lehrlinge. Da ist ein Meister am Werk.
Weil nur ein lang ausgebildeter, erfahrener Meister hat in seinem ganzen Leben das Flup-Geräusch perfektioniert und kann das dann entsprechend eben irgendwann wirklich flup, flup, flup hintereinander platzieren. Ne? Das kann halt nicht jeder. Das ist echt was, was nur wenigen Meistern vorbehalten ist. Deswegen könnt ihr euch da ein Beispiel dran nehmen, Leute. Ach Gott, ich glaube, ich sollte so spät nicht mehr aufnehmen. Ich rede nur noch ein welches dummes Zeug. Aber egal. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ich zu viel dummes Zeug schreibe. Oder beziehungsweise rede. So rum. Aber es war sowas. Das ist halt sowieso das Beste. Ich bin ja eigentlich relativ ausgelastet mit der Uni, ne? So grob. Weil momentan jetzt eigentlich nicht mehr, weil ich jetzt eigentlich die ganzen Projekte. Ich musste eigentlich, wenn ihr das seht, ist es ja eigentlich Montag eh schon. Ich nehme es halt jetzt Sonntagabend auf und Sonntagnacht so. Ich hatte eigentlich heute am Sonntag praktisch eine Abgabe für die Uni und am Montag habe ich auch eine und am Dienstag auch. Die gebe ich halt alle online ab. Teilweise, also eigentlich alle in so Gruppen, in Dreiergruppen bearbeiten wir die immer und da haben wir halt die Aufgaben aufgeteilt und ich habe halt meinen Kram schon gemacht, so. Und dann ist es ja letztendlich so, dass ich eigentlich ja unter der Woche auch Uni habe. Ist nur jetzt aber so, dass seit letzter Woche Montag die Busse streiken und seit letzte Woche Mittwoch die Straßenbahnen. Und das ist gar nicht cool, weil ich praktisch ein bisschen außerhalb von der Uni wohne, ich studiere in Darmstadt und ich wohne halt außerhalb, so ein bisschen jedenfalls. Das heißt, ich muss immer mit der Straßenbahn reinfahren. Wenn die Straßenbahn aber nicht fährt, komme ich nicht in die Stadt, komme ich nicht zur Uni. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich eigentlich, naja, schon irgendwie was in der Uni zu tun hätte, eigentlich so nach dem Motto. Also ist ja jetzt nicht so, dass man da irgendwie einfach mal so, hoi, sagt, naja, ich gehe da halt mal hin oder ich gehe halt nicht hin. Ich meine, ist jetzt nicht komplett schlimm, weil ich praktisch hoffentlich bis zum Testat am Donnerstag wieder der Kram wieder fährt. Aber der fährt morgen halt auch wieder nicht. Das heißt, ich werde morgen eh wieder zu Hause bleiben und beziehungsweise zwangsweise zu Hause bleiben müssen, was ja eigentlich ein bisschen blöd ist, weil da eigentlich Vorlesungen sind, wo ich eigentlich hin wollte, aber naja, wie auch immer. Und das ist halt so ein bisschen blöd gelaufen, ehrlich gesagt. Und jetzt streikt die halt seit Mittwoch. Also ich meine, die Busse sind mir relativ egal, ich fahre eh keinen Bus. Aber dass die Straßenbahnen noch streiken, weil die Sache ist, ich meine, Verdi hat halt entsprechend also eigentlich die Busfahrer an sich, die streiken halt, ne? Und dann kommen halt die Verdi-Gewerkschaft-Leute, wie auch immer das da bestimmt, drauf. Hey, wir sagen einfach mal den Straßenbahnfahrern und Fahrerinnen, mach doch mal einen Solidaritätsstreik. Dann sagen die, yay, natürlich machen wir auch mit, alles ganz klar und so, wir müssen alle unterstützen, ist ja auch alles schön und sowas. Aber es ist natürlich typisch, dass sowas genau wieder dann ist, wenn man halt irgendwie Zeugs zu tun hat. Ist klar, hat man natürlich die höchste Aufmerksamkeit und ich kenne ja auch die Hintergründe nicht. Wahrscheinlich ist es alles berechtigt, aber ich habe das Gefühl, dass es immer zu den unpassendsten Momenten. Ich habe nie eine Woche, wo ich 2 Testate und 3 Abgaben habe. Nie. Im ganzen Semester nicht. Die streiken auch nie. Nur die streiken nur dann, wenn ich 3 Abgaben und 2 Testate habe. Und das ist halt eigentlich so ein bisschen komisch. Weil ich meine, das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Es kann auch nicht sein, dass das alles irgendwie immer dahin fällt, wenn ich irgendwie was mal machen muss. Oder was, sagen wir mal sinnvollerweise eigentlich in die Uni wollte. So gesehen. Naja, wie auch immer. Das ist ja alles so ein bisschen, was mich momentan etwas umtreibt, sag ich jetzt mal. Aber das war so ein bisschen der Kram, der so ein bisschen gefailt hat jetzt. Und deswegen bin ich morgen, beziehungsweise wenn ihr das seht, heute auch nicht in der Uni. Und keine Ahnung, ob ich dann Dienstag, beziehungsweise morgen dann in die Uni gehen kann. Oder ob das dann noch weiter streikt und ich dann einfach die ganze Woche wieder zu Hause hocke. Was da wahrscheinlich, das für die, vor allem die Schüler unter euch, ist ja wahrscheinlich so voll die Wunschvorstellung ist, oh, man kann die ganze Zeit zu Hause bleiben. Aber es ist nicht mehr so geil, wenn man den Hintergrund hat, dass man, naja, in ein paar Wochen Klausuren schreibt und eigentlich zu den Vorlesungen schon ganz gerne eigentlich da wäre, sag ich jetzt mal. Aber
Ich hoffe einfach mal das Beste und hoffe, dass die da wieder fahren. Und dann ich ja entsprechend wieder zu den Vorlesungen kann und entsprechend dann da auch nicht so viel verpasse. Ich meine, der Kram wird zwar zu größten Teil aufgezeichnet und sowas, ein paar Leute sind auch da, aber für alle, die irgendwie pendeln oder die halt eigentlich mit der Bahn fahren müssen, ist es halt ziemlich blöd, ehrlich gesagt. Weil ich meine, grundsätzlich, ich könnte auch laufen, nur ich laufe halt dann anderthalb Stunden. Und das habe ich halt eigentlich auch nicht so die Lust, anderthalb Stunden da im Regen, Schnee, Eis, Sturm, was auch immer da zu laufen. Nur weil ich halt da irgendwie, naja, den Kram halt irgendwie nicht fährt. Das ist halt nicht so cool irgendwie. Also ich weiß nicht, was ist denn eure Meinung dazu? Ich meine, klar, das ist ja in gewisser Weise schon wichtig, dass man halt auch streikt und sowas und für seine, na, ist ja keine Rechte, aber für seine Interessen, was sich hier eintritt. Aber letztendlich ist es halt irgendwie blöd, wenn das halt dann entsprechend sowas ist, wo viele von abhängt. Also vor allen Dingen halt im Winter, wenn es dann kalt ist und ich meine, dann soll es wieder, keine Ahnung, minus 10 Grad werden. Und das ist halt einfach scheiße, wenn du dann nicht mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kannst. Und vor allen Dingen, ich meine, sonst, wenn irgendwie Bahnstreik ist oder sowas, dann gibt es ja wenigstens Ersatzsachen, die mal ein bisschen fahren. Dann fährt halt da alle zwei Stunden mal ein Bus oder sowas oder eine Bahn. Ich meine, gut, dann bin ich halt vielleicht eine Stunde oder so zu früh in der Uni, aber das wäre ja auch nicht so das Thema, ne? Aber wenn da halt überhaupt nicht, das ist nicht mehr Ersatzverkehr. Und ich meine, gut, ich habe jetzt nicht so das Problem mit, aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die da irgendwie eben entsprechend irgendwie arbeiten gehen, weil kein Auto haben oder sowas oder niemanden, der sich entweder da eine Woche lang hinfahren kann, die haben dann irgendwie auch echt so ein bisschen das Problem. Also ich meine, denen bleibt ja dann nicht viel übrig. Ich habe auch mal nach Keulebike geschaut. Das ist irgendwie relativ witzig und das ist halt irgendwie in Darmstadt überall so ungefähr und da, wo ich wohne, ist halt so null, so ungefähr. Also, kann ich halt auch nicht irgendwie mal mit dem Fahrrad hinfahren, weil ich halt hier jetzt kein Fahrrad habe. Das ist nur bei meinen Eltern. Aber letztendlich, ja, ist das hier so ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Aber ich finde es, was auch noch ziemlich komisch ist, ist dieses Ding. Das sieht ziemlich strange aus. Ich muss mal schauen, wie mache ich denn hier am besten den Turm? Ich weiß halt noch nicht, ich möchte eigentlich nicht so viel Holz da reinpacken. Soll ja eigentlich schon noch ein bisschen, auf jeden Fall auch ein bisschen steinlastig sein. Deswegen werden wir hier unten jetzt einfach nach und nach so ein bisschen noch da Steine ranpacken. Machen einfach mal hier jetzt erstmal das grob so zu, dass wir eben hier so die Base haben, wie das so einigermaßen passen könnte. Ich schaue mal kurz auf die Aufnahme. 33 Minuten. Das ist ziemlich cool. Ich nehme jetzt mit OBS auf. Und, also ich hoffe, es funktioniert dann auch soweit alles. Also wenn nicht, dann wäre es ein bisschen blöd. Aber wenn es soweit funktioniert, dann nehme ich mit OBS auf. Und dann habe ich hier unten entsprechend auch... Moment, ist auf einem anderen Bildschirm. Und da ist so ein bisschen der Mikroarm davor. Nehme ich jetzt 33 Minuten 47 auf. Und das ist irgendwie ziemlich praktisch, weil ich es sonst halt eigentlich nie gesehen habe. Ich habe ja vorher mal mit Fraps ganz früh aufgenommen, dann mit DXTory. Und vielleicht jetzt auch mal eine Frage, die in dem Frage-Antwort-Video kommt. Oh, dann habe ich schon beantwortet. Oh no! Vergesst es wieder, falls ihr das fragt. Und wenn nicht, dann nicht. Egal. Aber wie gesagt, es wird unten angezeigt und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Weil ich dann jetzt ein bisschen auch den Überblick darüber habe, wie das mit den Folgen einigermaßen hinhaut. Wenn ich sage, okay, das sind so 15 Minuten die Folge, dann weiß ich, okay, hey, hallo Leute, willkommen zur dritten Folge, jetzt kann ich jetzt sagen. Und dann habt ihr sehr wahrscheinlich innerhalb der nächsten, der ersten 1-2 Minuten jetzt im dritten Part, von dieser Aufnahmesession, habt ihr jetzt ein Hallo Leute. Freut ihr euch drüber? Oder auch nicht. Aber, man könnte es, wenn man es jetzt vorher gewusst hätte, entsprechend sogar timen. So. Überlegen wir mal, wie wir das hier am besten cool hinbekommen. Und warum ich diesen Turm hier außerhalb baue, liegt einfach daran, dass ich da oben eine komische Form habe. Und ich den lieber hier außen erstmal reinpacke. Wo sind wir dann hier? So. Und dann da einfach so ein bisschen das Ganze. Da unten so ein bisschen erweitern kann. Noch ein bisschen ranbauen kann. So. Noch ein bisschen weiter runter.
Also ich denke, das sieht eigentlich einigermaßen in Ordnung aus, oder? Machen wir das hier nochmal hoch. Vielleicht bis da, genau. Und hier ziehen wir das dann nochmal ein bisschen weiter runter, bis da. Und bauen dann das hier unten noch ein bisschen weiter und ziehen das mal hoch. Dass das hier so ein bisschen eben verschwindet unten. Unten müssen wir dann eh gucken, dass wir das hier halt irgendwie angebaut bekommen. Aber grundsätzlich sollte das, glaube ich, so dann irgendwie funktionieren. Jedenfalls von der Idee her. So. Können wir natürlich hier immer wieder so ein bisschen noch was reinschneiden, dass das hier noch ein bisschen runder wird. Teilweise. So. Komisch aus. Ist besser aus? Ist besser aus, habe ich dich gefragt, hey! So. Kann ja nicht sein. Hm. Nee, eigentlich nicht, ne? Sieht genauso scheiße aus wie vorher. Nee, aber. Ja. Ist jetzt auf jeden Fall nicht so der mega Zugewinn, sag ich jetzt mal. Es ist ein bisschen schwierig, sonst muss ich mal überlegen, wie wir das am besten machen. Ob ich das halt wirklich... Ich bin mir halt noch nicht sicher, ob ich das wirklich so relativ straight lassen will. Also wie es jetzt hier ist. Dass ich jetzt einfach sage, ich packe jetzt hier unten noch irgendwie hier so Kobbel-Dingen dran, wupp, wupp oder so. Und lass es da einfach auslaufen. Oder ob ich halt sage, okay, wir machen da noch ein bisschen mehr dran. Und setzen es halt noch ein bisschen weiter hinter, weil eigentlich, normalerweise würde ich ja immer sagen, ja, man muss das hier noch ein bisschen weiter reinsetzen, ne? Weil hier Abstand und so. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus, weil ich habe mir gerade überlegt, naja, warum machst du es nicht mehr so, wie du es eigentlich immer in den Videos sagst? Das ist irgendwie auch so ein bisschen was mir letztens aufgefallen ist. Ich gebe doch immer auch in den Streams, vor allen Dingen, wenn man da mal Plots bewertet, immer ein paar Tipps. Und mir ist aufgefallen, dass ich meine Tipps nicht umsetze. Also, ich gebe die Tipps, aber ich nutze sie nicht. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also, vielleicht sollte ich einfach mal meine eigenen Videos schauen und mal gucken, was ich da so sage. Vielleicht ist es ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Hups. Wenn ich mir das ein bisschen nachhelfe, guck, ein bisschen mal abschaue, wie ich es so gebaut habe. Das ist sowieso irgendwie mal. Vor allen Dingen, wenn man halt wie so einen alten Stil oder sowas wieder bauen will, dann muss erst wieder ein bisschen reinkommen. Und dann erstmal schön die ganzen alten Videos dazu angucken. Ist halt irgendwie auch ein bisschen komisch, sich dann irgendwie die eigenen Videos anzugucken, die man ja eh eigentlich schon produziert hat, wo man denkt, hä? Das ist einfach ein bisschen strange. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht die Leute, die selber irgendwie ein paar Videos produzieren, gibt es ja auch ein paar hier, die sind dann, glaube ich, die wissen sehr wahrscheinlich, was ich meine. Oder vielleicht wissen sie, was ich meine. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben, finde ich entweder. Ich finde es einfach strange, sich die alten Videos anzugucken. Zum einen, wenn es richtig alte Videos sind, einfach um, weil man da so komisch redet und so. Und keine Ahnung, das ist so strange ist. Mittlerweile habe ich mich ja einigermaßen damit abgefunden, wie ich mich anhöre. Das hat ja Ewigkeiten gedauert. Ich finde immer noch, dass ich mich richtig strange anhöre. Und dann gibt es so viele Leute, die meinen, oh mein Gott, das hört sich so gut an. Und ich finde es immer noch komisch. Deswegen, ja, weiß noch nicht. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll oder was ich davon halten soll, aber das hat sich schon ein bisschen auf jeden Fall gebessert. Ich kann mich schon gut besser selbst hören, sag ich jetzt mal. Aber, letztendlich müsste ich mir, wenn man sich irgendwie seine alten Videos anschaut oder sowas, um eben dann irgendwie ein Ziel oder sowas wieder rauszufinden, ist es halt irgendwie komplett komisch, finde ich. Weil es halt irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt sowas. Hat man ja alles dann praktisch wie so ein, naja, nicht wie ein Déjà-vu, aber wenn das nicht ganz so lange her ist, dann weiß man das ja nochmal selbst ein bisschen und man weiß aber nicht mehr genau, wie das Video ist, ne? Und dann, keine Ahnung, das kann man irgendwie schwer beschreiben. Und sehr wahrscheinlich weiß wieder niemand, was ich eigentlich meine, aber egal. Ich hoffe, es ist einigermaßen vielleicht halb rübergekommen, was ich gemeint habe. Das lasse ich jetzt im Raum stehen, bevor ich mich jetzt noch weiter in irgendwelches Zeugs erzähle. Und dann alle denken so, hä? Der ist ja komplett dumm.
Was schlabert ihr die ganze Zeit da? Hey? Genau. Und falls ihr das nicht denkt, dann ist es auch gut. Das müsst ihr nicht denken. Fühlt euch nicht gezwungen, genau das zu denken. So. Ich würde ganz gerne hier, hä? Nee, das ist ja falsch. Das muss ja eins höher. Ups, das muss ja noch eins höher. Dass hier diese Spitzen da unten noch rankommen können. Das muss da auch noch daran. So. Und dann da noch. Ups. Upsala. Na, da ist ein bisschen too much, glaube ich. Das weiß ich nicht, was ich da mache. Aber auf jeden Fall da die Ecken, die sehen ganz gut aus, glaube ich. Kann man auf jeden Fall so machen. Ziehen wir das hier unten ein bisschen noch weiter runter. Weiter runter ziehen wir das. So. Aha. Bis hier. 41 ist es schon. 41 Minuten aufgenommen. Ho! Immer noch voll motiviert. Das ist ja bald ein neuer Rekord. Hier auf Rekordjagd. Nee, aber ernsthaft. Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, auch das sind halt nicht mehr so aufwendige Videos, aber ich habe gedacht, okay, auf jeden Fall ist es sinnvoller, was zu machen, als nichts zu machen. Weil es doch immer noch neue Leute gibt, die immer wieder noch neu kommentieren und dann irgendwie was dazu schreiben. Das finde ich eigentlich sau cool. Dass es da immer noch so viele Leute gibt, die da irgendwie auch die alten Videos sich anschauen und dann da irgendwie nette Kommentare drunter schreiben und die bewerten und alles Mögliche. Und dachte ich mir letztendlich, es ist doch besser, wenn, also auch wenn ich jetzt nicht, ich habe halt nicht wirklich viel Zeit, da jetzt ein aufwendiges Video zu machen. Das Aufwendigste in letzter Zeit wäre wirklich die Kathedrale. Und da sieht man wieder, die kommt halt saugut an. Also, wenn man halt irgendwie da doch mehr Arbeit dran steckt, gut, klar, es sieht auch ziemlich cool aus. Und Cinematics laufen eigentlich immer gut. Aber, die hat jetzt, glaube ich, auch 9000 oder sowas. Relativ schnell 9000 Aufrufe und kriegt irgendwie auch täglich irgendwie so 200, 300 Aufrufe. Oder, naja, 150, 200 eher. Aber, das ist halt schon irgendwie relativ krass, finde ich. Und das habe ich mir eben gedacht, dass ich da irgendwie einfach dann lieber Videos mache, die nicht so aufwendig sind, wie eben zum Beispiel sowas. Oder ich will jetzt auch dann bald nochmal Planet Coaster wieder aufnehmen. Da bin ich mich auch jetzt leider die Woche nicht zugekommen, weil eben, wie gesagt, diese Projekte da anstanden. Aber ich wollte da eben auf jeden Fall auch noch so ein bisschen, habe ich mir gedacht, na, bringe ich lieber Content so ein bisschen als keinen Content längere Zeit. Und das versuche ich jetzt auf jeden Fall mir in diesem Jahr mal ein bisschen zu Herzen zu nehmen und da wieder auf jeden Fall aktiver zu werden, weil das doch was ist. Vor allen Dingen das neue Design, das hat mir echt neuen Schwung versetzt, muss ich sagen. Ich habe nämlich seit Ewigkeiten bin ich dabei, eigentlich generell irgendwie war ich unzufrieden mit dem Design, ja. Erstmal, weil es auf den ganzen Social Media Sachen jeweils anders war, auch relativ veraltet noch. Und es ist das erste Design, was mir wirklich richtig gut gefällt und was ich irgendwie, finde ich, was richtig professionell aussieht, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen. Aber mir gefällt es echt ziemlich gut und ich habe auch so viel positives Feedback von euch dazu bekommen. Also vielen Dank dafür nochmal. Aber ich finde, es wirkt richtig gut. Es wirkt richtig professionell, da könnte auf jeden Fall was draus werden. Deswegen, mache ich das irgendwie jetzt auch. Keine Ahnung, da bin ich motiviert. Und vielleicht, ich glaube, das ist hier noch viel zu breit. Es geht zu schnell außen breit runter. Muss alles noch. Wir müssten eigentlich den Teil hier absägen. Wupp. Und den ganzen Teil da unten nochmal weiter runterschieben. Und das ist halt einfach so was ich irgendwie. Das hat mir einfach so ein bisschen lange Zeit, ja, war ich da ein bisschen unzufrieden mit, aber habe da nie wirklich was dran gemacht. Und, also beziehungsweise schon, ich habe vielleicht 50, locker 50 DIN A4 Blätter, wo ich irgendwie immer wieder, wo ich da immer wieder Sachen versucht habe zu designen und sowas und da irgendwie weiterzumachen und da irgendwie neue Sachen reinzupacken. Neue Logo-Ideen und sowas. Und ich war irgendwie, das war mir dann teilweise zu fancy oder es hat mir irgendwie sonst nicht wirklich gefallen. Aus anderen Gründen dann irgendwie, da war irgendwie immer irgendwas, was nicht so gepasst hat. Und ich finde, das ist jetzt wirklich was, da bin ich echt mit richtig zufrieden. Und ich finde, es ist wichtig, ich habe mir immer sowas gesagt. Also könnte ich mir das vorstellen, damit irgendwie durch die Gegend zu laufen. Zum Beispiel auf der Gamescom.
Also ist es ein Logo, mit dem ich mir vorstellen könnte, zum Beispiel auf einem T-Shirt oder sowas, durch die Gamescom zu laufen. Das wäre was, das könnte ich mir echt vorstellen damit. Und das ist einfach so dieser Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist echt nice, das gefällt mir soweit. Und das mache ich dann auch mal. Und ich denke, das werde ich da wahrscheinlich auch spätestens bis Gamescom machen, dass ich mir da mal so ein T-Shirt oder sowas mache. Und da einfach mal das Logo drauf packe. Und mal schauen, wie das aussieht, weil ich glaube, das ist auch nicht so teuer ewig. Und ich glaube, das wäre eigentlich ganz cool. Könnte ich hier meinen Merch machen, ey. Da bin ich so voll der Merch-Typ, der sein eigenes Merch trägt. Nee, aber grundsätzlich habe ich gedacht, das ist natürlich auch so ein bisschen was ich auch gedacht habe. Es muss was sein, was man potenziell auch mal zum Beispiel auf irgendwie mal Merch oder sowas machen könnte, weil ich da ja auch immer schon länger mal überlegt hatte, ob man sowas vielleicht auch irgendwann mal in Zukunft macht. Nochmal ausprobiert. Das sind einfach Sachen, die will ich einfach mal ausprobieren. Und jetzt ist dann wieder das Jahr, wo ich mir gesagt habe, so ziemlich viel drüber nachgedacht und ich habe mir einfach gedacht, warum? Also warum probierst du es nicht einfach aus? Ich meine, es passiert ja nichts. Das war genau dieser Punkt, der auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich jetzt zum Beispiel auch Planet Coaster und sowas gemacht habe, wenn es auch erstmal nur eine Folge war. Aber warum eigentlich nicht? Das ist so dieser Punkt. Und generell, Leute, wenn ihr irgendwas habt, was ihr ausprobieren wollt, macht es. Überlegt euch nicht Ewigkeiten, ja, da soll ich das machen, soll ich das nicht machen. Natürlich, das kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber in den meisten Fällen ist es wirklich so, macht es einfach, probiert es einfach aus und schaut mal, was draus wird. Und genau das werde ich auch machen, dann gibt es vielleicht auch mal so Zeugs, einfach mal zum Ausprobieren. Ich meine, ist ja eigentlich nichts dabei, ich meine, was soll man da groß verlieren, wenn man nur sowas macht, ne? Also von dem her, immer schön, also Sachen mal ausprobieren. Wenn man irgendwie mal eine coole Idee hat, da irgendwie mal Lust drauf hat. Und dann, ja, ist man, glaube ich, um einiges zufriedener. Und ich glaube, das merkt man da wahrscheinlich noch irgendwann. Mal schauen, wie so ein bisschen generell so die Reaktion auf die paar Videos dann sind. Und dann gucke ich mal, ob man das so ein bisschen merkt. Dass man da sich vielleicht auch ein bisschen geändert hat oder die Einstellung ein bisschen geändert hat. Und da bin ich auch ziemlich froh drüber, dass das Planet Coaster Video so gut ankam. Ich glaube 700 Aufrufe jetzt oder 600 oder sowas und 80 oder so, 80 bis 90 Likes, was echt krass ist. Ich dachte, okay, das ist eigentlich was anderes und da kamen auch so viele Kommentare, die sich gefreut haben, dass es mal was anderes gibt außer Minecraft und das ist natürlich auch sehr bestärkend. Deswegen ist es immer wirklich wichtig, glaube ich auch, und es ist nicht nur bei mir, es ist bei jedem eigentlich wichtig, dass man auch so Kommentare schreibt und dann die Bewertung hat und sowas. Und klar, das ist, ich bin jetzt nicht so jemand, ich will da nicht dauernd drauf hinweisen, weil ich dann auch nicht so dieses, nicht dieses Klick und Like-Geile rüberkommen will. Aber natürlich ist es klar, ich meine, macht das ja letztendlich, weil es geguckt wird, die ganzen Videos, ist ja klar. Und letztendlich macht man das ja den Zuschauern, also euch zuliebe. So in gewisser Weise, natürlich auch mir selbst zuliebe, aber wenn es euch nicht geben würde, würde ich das ja auch nicht machen. Also von dem her ist natürlich klar, dass es da doch relativ stark davon abhängt, eben auch wie so die Resonanz ist. Weil letztendlich, wenn man ein Video macht, das habe ich ja schon öfter mal gesagt, es gibt halt viele Kanäle, die guten Content machen, aber die halt einfach auch nicht gefunden werden. Und das ist halt erst, finde ich, bei mir auch relativ strange, dass es bei mir eigentlich so relativ gut funktioniert hat, auf jeden Fall. Aber ich finde es halt, ist halt schade. Und es gibt halt aber Leute, die halten da auch durch und die machen Video um Video um Video und die machen am Tag zwei, drei Videos. Hätte ich nie die Motivation zu, wenn da auf jedem Video nur 2, 3 Aufrufe drauf wären. Und das ist halt sowas, das ist so extrem abhängig von der Zuschauerschaft und von den Zuschauern generell und von den Bewertungen, von dem Feedback, weil es eigentlich das ist, was wirklich motiviert. Jetzt zum Beispiel eben auch durch dieses, das ist irgendwie andere Projekte sind, die auch irgendwie gut ankommen. Und natürlich, ich meine, es kann keiner erzählen, dass er da nicht drauf achtet und dass er das alles nur aus Hobby macht und sowas. Klar macht man das aus Hobby, aber selbstverständlich freut man sich auch. Das ist ja nicht nur auf YouTube so oder wenn man Videos macht, das ist ja überall so. Man freut sich ja immer, wenn man Anerkennung
bekommt, wenn man Feedback bekommt, wenn man Leuten miteinander Freude macht und sowas. Das ist ja klar. Das ist ja eigentlich komplett natürlich, dass man sich da eben auch drüber freut. Und ja, das ist eben wichtig, dass man sowas in gewisser Weise eben auch hat. Dass man da eben, ja, in gewisser Weise da immer so Feedback bekommt und sowas. Ich möchte da, wie gesagt, nicht immer drauf das ansprechen, weil ich dann eben dann immer so mit Eindruck habe, ja, es gibt halt so viele YouTuber, die dann entweder so extrem rausziehen und so, ja, hier so, ja, hier, Like und hier, Video-Gewinnspiel und du gewinnst, wenn du hier abonnierst und dann bist du ganz toll. Will ich nicht, ehrlich gesagt. Natürlich will man auch, dass man abonniert wird oder sowas, aber ich will, dass ich abonniert werde, weil ihr das wollt und nicht, weil ihr dann etwas gewinnen könnt. Also wird es bei mir genauso sein, wenn es irgendwann mal was zu gewinnen gibt, dann wird das nicht nur auf Abonnenten beschränkt sein. Weil generell bei mir, die Leute, die die Videos schauen, laut Analytics, 80% Nicht-Abos sind, was extrem viel ist. Und da kommen immer noch viele Kommentare und sowas rein, Bewertungen. Und 80% der Leute, die Videos schauen, haben den Kanal nicht abonniert. Warum sollte ich also irgendein Gewinnspiel auf 20% meiner Zuschauerschaft beschränken? Das wäre komplett hirnrissig. Unabhängig davon, dass ich immer noch nicht weiß, wie man sowas eigentlich überprüfen soll, weil man eigentlich gar nicht weiß, wer wen abonniert hat, wenn derjenige nicht seine Abos geteilt hat. Also, egal, ist ein anderes Thema. Ich denke aber, das Video ist schon wieder, die Aufnahme ist schon wieder relativ lang. Moment, wir müssen überlegen. Wir sind bei 52 erst. Das heißt, wir machen noch etwa so bis eine Stunde Aufnahme. Dann habe ich da eigentlich entsprechend erstmal ein paar Völkchen auch wieder. Und wow, dann haben wir wieder 4 Folgen an so einem scheiß Turm gebaut. Geil. Egal. Aber wir machen das trotzdem jetzt einfach mal. Ich schau mal, ob ich da vielleicht was zuschneide. Ansonsten seht ihr das eigentlich dann, ja, ob da noch was reinkommt oder nicht. So. Aber das ist auch wieder so ein bisschen eine Folge, wo es, finde ich, auch immer wichtig ist, dass man da ein bisschen drüber redet. Und vor allen Dingen auch, dass man mit euch so ein bisschen mitteilt. Und vor allen Dingen ist was man auch relativ gut dann bei sowas irgendwie auch mal nochmal ansprechen kann irgendwie. Weil das irgendwie, finde ich, bei vielen Leuten, vor allem jetzt in letzter Zeit, wo das ganze YouTube-Zeug so ein bisschen, finde ich, ein bisschen kritisches Licht bekommt und da ein paar kritische Sachen dabei sind, ja, finde ich, ist es wichtig, dass man sowas eben auch sagt und einfach mal mitteilt und dann da nicht so, ja, das Ganze so komplett aufgesetzt hat und dann nur auf irgendwie den Erfolg geht, weil letztendlich würde ich vermuten, dass ich wahrscheinlich auch weiß, wie man an Aufrufe kommt. Nur ist es über Methoden, die nicht, sagen wir, nicht gut heiße oder jedenfalls nicht vertreten will. Und deswegen finde ich wichtig, dass man eben auch, dass es Leute gibt, die entsprechend auch sowas mal sagen. Und deswegen gehe ich natürlich auch gerne voran, mache das natürlich selber. Es ist wichtig, dass man entsprechend das, was man selber vertritt, also was seine eigene Meinung ist, natürlich auf jeden Fall auch noch umsetzt. Und jedenfalls, soweit es jetzt möglich ist. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit da, in gewisser Weise eben auch, ja, euch so ein bisschen darüber zu informieren und vielleicht anzuregen, da selbst mal ein bisschen drüber nachzudenken. Weil das sind ja Sachen, die beziehen sich ja nicht nur auf YouTube. Klar, ich meine, ich sage das jetzt hier auf YouTube und hey, ich bin ja so ein Typ, der da so ein paar Zeugs erzählt und ihr kennt mich ja eigentlich eh nicht so, außer jetzt ein paar wenige aus dem Serverteam, mit denen ich mich mal so getroffen habe und sowas. Oder die ich halt einfach auch vom Serverteam einfach besser kenne, sag ich jetzt mal. Aber ansonsten, es ist ja eigentlich nur irgendein Dude, der irgendwas labert. Und der dann irgendwie da ein bisschen Klicks bekommt und sich freut und mal einen Stream macht und sowas. Also von dem her, sind einfach Sachen, die kann man auf vieles andere beziehen. Und das solltet ihr auf jeden Fall auch tun. Da solltet ihr auf jeden Fall, nee, das sieht blöd aus. Da solltet ihr auf jeden Fall auch ein bisschen drauf achten, dass ihr so Zeug eben auch
ja, so anwenden könnt, dass ihr einfach mal ein bisschen Sachen hinterfragt, dass ihr einfach so ein bisschen, ja, mal überlegt, euch mit den Sachen so auseinandersetzt. Ich meine, gut, ich bin generell jemand, der sich sehr viele Gedanken macht über alles Mögliche. Das habe ich auch schon öfter gesagt, aber das merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen. Ich bin jetzt nicht jemand, der dann das dauernd irgendwie Zeugs, naja, auch Blödsinn labert irgendwie. Aber dann doch auch mal wie jetzt beispielsweise so ein bisschen, naja, deepere Sachen irgendwie von sich gibt, sei jetzt mal. Und manchmal, natürlich, es gibt immer Zeiten, wo man alles Mögliche von sich gibt und dann einfach meistens in welchen Gruppen dann da irgendwie komisches Zeug bei rauskommt, was auch völlig legitim ist. Und dann gibt es halt eben ein paar Leute, die sind immer so drauf und denken einfach, okay, das wird ein bisschen kritisch anfangen, wenn man die ganze Zeit so drauf ist. Aber letztendlich finde ich, ist es einfach wichtig, dass es mal niemand entsprechend sagt und dass man da eben auch so ein bisschen drüber nachdenkt. Weil ich finde, es wird generell, man sollte nicht alles zu extrem sehen, aber ich finde, es wird einfach oft nicht so oft nachgedacht. Vor allen Dingen auch, natürlich generell jetzt hauptsächlich bezogen auf schon YouTube, weil ich jetzt gesagt habe, das bezieht sich nicht nur auf YouTube. Natürlich bezieht sich jetzt zum größten Teil schon auf YouTube. Aber, also jedenfalls die Intention, warum ich damit jetzt gerade auf das Thema komme. Aber, letztendlich, das sieht noch ziemlich komisch aus hier. Wir müssen da auf jeden Fall noch was machen. Das sieht sau komisch aus. Irgendwie was mit Slaps oder sowas auf jeden Fall noch. Aber, letztendlich, ja, muss es eigentlich jeder selbst entscheiden. Das ist genauso, wenn man jetzt irgendwie, beispielsweise beim Gewinnspiel oder sowas. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, was ist denn der Hintergrund daran? Ich meine, vielleicht gucke ich da einfach so ein bisschen, bin ich da so ein bisschen zu, naja, zu kritisch in vielen Sachen. Oder zu, naja, weiß nicht, einfach ein bisschen zu, wie sage ich es jetzt am besten? Naja, zu misstrauisch? Ich weiß gar nicht, ob es Misstrauen ist. Aber auf jeden Fall, bin ich bei vielen Sachen, sind einfach nicht mehr so realitätsnah, dass man die irgendwie einfach so hinnehmen könnte, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt, ich finde, es gibt, vor allen Dingen, wenn man halt viele Kommentare oder sowas liest, ich finde, es sind eigentlich auch oft junge Zuschauer oder sowas, aber das ist halt einfach so komplett, ja, einfach eine komplette naive Herangehensweise an viele Themen. Und das ist dann teilweise irgendwie ein bisschen komisch, wenn man dann irgendwie voll erstaunt ist, wenn dann irgendwie, ja, ein YouTuber macht das und das und da kommt irgendwas raus, was so ein Skandal in Anführungsstrichen ist, wo ich mir dann meistens denke, naja, also man kann doch eigentlich so naiv sein, dass man das die ganze Zeit geglaubt hat, so nach dem Motto. Also, ich meine, das ist wieder was, das kann man schwer, kann man, vielleicht kann es irgendjemand, ich kann es schwer erklären, aber ich hoffe, das wird vielleicht einigermaßen so ein bisschen wenigstens klar, was ich damit meine, dass man, ja, da einfach so ein bisschen, ja, nicht alles so naiv betrachten sollte, sondern sich ein bisschen Gedanken drüber machen, dann vielleicht auch in Zukunft, da einfach noch ein paar Sachen hat, vielleicht noch ein paar mehr Leute gibt, die dann eben sich darüber so ein bisschen Gedanken machen. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das auf jeden Fall der Fall wäre. So, ich denke aber, jetzt haben wir erstmal genug dieser doch relativ kritischen und Real Talk Deep Talk Runde gemacht. Ich denke, auch wenn ich eigentlich nicht dafür nicht groß werben will oder sowas, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was mich jetzt wirklich interessiert, wie ihr zu dem Thema einfach steht. Und ja, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Part wieder. Entweder im nächsten Let's Build oder in einem anderen Video, wie auch immer. Also,
viel Spaß beim was auch immer ihr macht. Schönen Abend, schönen Mittag, schönen Nachmittag, schönen Morgen, was auch immer. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und tschüss.